Bezug zum Außen, und zwar dein persönlicher Bezug zu deinem Außen, das hat eine ganz, ganz große Auswirkung auf den Körper, und zwar auf ganz spezielle Bereiche. Wenn du das weißt, kannst du das auch nützen. Und wie das geht, herzlich willkommen heute. Genau das versuche ich dir gerne zu erklären. Dein Bezug zum Außen oder unser Bezug zum Außen, das war schon immer, seit jeher, ist das ein riesiges Thema. Wir lassen uns durch das Außen massivst beeinflussen. Sind wir im Urlaub, geht es uns hervorragend, oft sind auch Schmerzen dann weg. Sind wir in schwierigeren Situationen, macht sich das ganz schnell im Körper bemerkbar. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir können uns aber da wirklich sehr, sehr, sehr stark selber helfen. Dieser Bezug zum Außen, warum der so wichtig ist, nicht nur, dass dein Körper reagiert, sondern es ist dein ganzes, ich nenne es gerne dein ganzes Wesen, das darauf reagiert. Nämlich, wenn du das Außen sozusagen nützt, erst dann kannst du dich auch selber definieren und kennenlernen. Wir können uns nicht selber kennenlernen, nur durch uns selber. Das funktioniert nicht. Einfaches Beispiel. Du wirst zu dieser Persönlichkeit, wie wir sagen, weil du erkennst, was dir gefällt. Weil du erkennst, was du gerne magst, was du gerne spürst, was du gerne isst, was du gerne liest, was du siehst, hörst, worauf Sinne reagieren, was du gerne tust. Ob das jetzt Bewegung ist, ob das jetzt Hobbys sind, ob das jetzt Leidenschaften sind im thematischen Bereich, die du gerne ausüben möchtest. Begeisterung im Leben. All das lernen wir durchs Außen kennen. Und das definiert dich, oder vielmehr du definierst dich darüber. Das heißt, wir brauchen dieses Außen und wir brauchen diese wunderbare Umgebung. Denn stell dir einfach einmal nur vor, dass du zum Beispiel jeden Tag ein bisschen drauf schaust, was im Außen gefällt mir eigentlich. Wo merke ich, wenn ich etwas sehe zum Beispiel, dass ich mich wohlfühle? Und wenn du das mehr und mehr erkennst, dann kannst du das doch nützen, dass es dir besser geht. Das ist der eine Punkt. Aber auf den will ich gar nicht so sehr Wert legen. Nur als Beispiel, warum dieses Außen, der Bezug, so wichtig ist. Was jetzt der Körper macht ist, je nachdem, wie wir den Bezug haben, ob wir jetzt sagen, ja, ich will beobachten und ja, ich will das nützen, damit ich einfach lebendig bin, damit ich einfach mich verwirkliche, damit ich auf neue Ideen komme, damit ich in neue kreative Bahnen gehe, brauche ich den Körper, der bereit ist dazu und dem ich auch sage, sei bereit. Denn, überlege einmal, wenn du dein Umfeld negativ empfindest, dann machst du, bewusst oder unbewusst, völlig egal, dass du nicht mehr aktiv sozusagen nach außen greifst. Der Körper zieht sich eher zurück, weil du willst ja von dem Äußeren nicht zu viel wahrhaben. Was dann passiert, ist ganz automatisch, dass Muskulatur zu dir nach innen zieht, es wird kürzer, es wird enger. Sehr einfach gesagt, es funktioniert diese Leitung des Armes nicht ideal, weil dieser Arm nicht hinausgreift. Es ist nicht sinnbildlich nur. Überlege mal, die Arme sind unser Greifwerkzeug. Das ist schon bei Babys so. Babys erkunden die Welt durch Greifen, durch Berühren. Sie lernen alles kennen durch Hände, Tasten und Greifen. Das ist aber bei uns Erwachsenen nicht viel anders. Wenn wir groß sind, greifen, berühren, Kontakt haben, natürlich auch thematisch, dann macht dein Körper auf. Wenn wir gerne schauen, gerne uns mit dem Umfeld umgeben, macht der Körper auf. Und diese Leitungen, die zu uns hereinführen, sind natürlich die Sinne, klar, aber es sind mindestens so die Arme, aber sehr wohl auch die Beine. Denn wir gehen, wir berühren einen Boden, wir suchen uns doch beim Spazierengehen oftmals, wenn wir können, einen Boden aus, auf dem wir gerne gehen. Also machen wir das bewusst oder unbewusst ohnehin. Und da sind jetzt aber vier, ich sage immer sehr besondere Gelenke, die am meisten darauf reagieren. Und zwar sind das die Ellbogengelenke und die Kniegelenke. Aus einem sehr einfachen Grund. Bleiben wir bei den Armen, das ist oft am einfachsten vorstellbar. Die Ellbogen
die liegen in der Mitte, rein körperlich gesehen. Die liegen in der Mitte zwischen deinem Oberkörper, den Händen und damit dem Außen. Das heißt, sie liegen in der Mitte zwischen dir, dem Ich und dem Außen. Das sind die richtig mittleren gelegenen Gelenke. Das heißt, es sind die Gelenke, die wirklich vermitteln zwischen dem Außen und dir. Und darum kommt es darauf an, wie wir greifen, wie wir etwas berühren, wie frei wir in diesen Ellbogengelenken sind. Denn probier es einmal aus. Spür bitte im Alltag einmal hin. Ich kann dir wirklich garantieren, wir spannen Ellbogengelenke unglaublich oft an. Und zwar fast immer dann, sobald wir etwas in die Hand nehmen. Manchmal, wenn wir schon dran gewöhnt sind an freie Ellbogen, dann können wir es zumindest, dass wir leichte Gegenstände wirklich nehmen, ohne dass wir spannen. Aber probier es einmal aus, wenn es unbewusst ist, wir spannen fast überall an, sobald wir nur Hände auf eine Tischplatte legen. Dann spannt der Ellbogen schon mit an. Fast als möchte der etwas festhalten. Und noch viel mehr macht der Ellbogen das, wenn wir etwas tragen zum Beispiel. Einkaufssack, typisches Beispiel. Wir nehmen etwas, tragen etwas, spannen die Ellbogen an. Das ginge auch anders. Wir können das durch die Kraft, unter Anführungszeichen, so viel ist es nicht, der Hände, unter Verbindung vom Rücken machen. Aber mit freien Ellbogengelenken. Das gleiche gilt für die Knie. Wir spannen Knie unglaublich viel an. Wir spannen die Knie an, oft alleine, wenn wir nur stehen. Wenn wir stehen, probier mal aus, haben wir oft massive Kraft in den Knien. Und oft sogar, wenn wir gehen oder Stiegen steigen oder ein Bein heben. Und ich spreche jetzt nicht von Muskelaufbau, den brauchen wir natürlich, klar. Aber die grundsätzlichen Gelenke, wie wir sie haben, möchten gerne auch Freiraum. Und probier es einmal aus. Bei ganz normalen alltäglichen Bewegungen. Probier es einmal, Knie und Ellbogen freizugeben. Dann nämlich ist es wirklich, du wirst merken, dass sie mehr nach außen wirken. Gerade die Ellbogen. Die Ellbogen dürfen zu den Händen wirken und nicht immer nur heran zur Schulter. Denn du brauchst nur schauen, was passiert. Der Ellbogen wirkt heran und wir werden sofort kurz. Und das geht bis hier heran, das geht sogar bis ins Kiefergelenk. Das heißt, Ellbogen können nicht nur Schultern richtig freispielen, den Nacken freispielen, sondern auch Themen wie Kiefer oder uns einen freien Kopf machen. Und da sind wir auch schon beim Thema, was das mit dir wirklich macht, wenn ein Ellbogen frei ist. Wenn der Ellbogen frei ist, du deinen Bezug sozusagen zum Außen veränderst. Glaub mir, es geht unfassbar schnell, wie schnell sich Gedanken dann verändern. Dass wir Lust haben, was Neues auszuprobieren. Dass wir Lust haben, etwas anderes zu denken als immer nur Probleme. Dass wir kreativer eben werden. Das geht hin bis zu besser denken können für Lösungen. Aber sehr wohl auch, was mache ich gerne, was tut mir gut. Das geht ganz, ganz schnell in eine positive emotionale Wandlung hinein. Und ähnlich ist es mit den Knien. Das geht dann entsprechend in ein freieres Becken, ein freieres Gehen, freieres Bewegen. Und natürlich macht es insgesamt freier. Aber am meisten, bin ich mir sicher, wirst du es anfangs jetzt über die Ellbogen spüren. Versuche einmal, dass du sie nicht anspannst, sondern wirklich in einen freien Raum gibst. Denn an das dürfen wir schon denken und da möchte ich gerne immer mehr Input geben. Wenn dir das gefällt, gib mir gerne unten deinen Daumen hoch. Dass ein Körper alleine kann gar nichts. Der Körper braucht dich. Der Körper steht immer, immer in Bezug zu dir, zu deinem Denken, zu deinem alltäglichen Handeln, zu deiner, nennen wir es Persönlichkeit. Und eben Persönlichkeit und Körper, die müssen, nicht nur können, sich gegenseitig unterstützen. Erst dann wird es ein Ganzes. Und darum hat auch jeder Körperteil eine Bedeutung für uns, eine Möglichkeit für uns, vieles zu verändern.
Und so gesehen, probier es aus. Ich wünsche dir da ganz viel Genuss damit. Wie immer, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann bitte. Erstens einmal, ich mache Einzelberatungen auf dieser Ebene. Wenn du Lust hast, probier es aus. Du findest unten den Link dazu. Ein Video, wo noch mehr über diese Verbindungen auch von mir informiert wird, wie der Körper sozusagen mit uns selber in Verbindung steht, uns helfen kann, uns Lebenssituationen verändern kann. Und in Einzelberatungen mache ich das gerne für dich persönlich, für deine körperliche Situation. Vielleicht hast du irgendwo immer Engstellen im Körper, vielleicht zwickt etwas, vielleicht ist ein Körperbereich, wo du sagst, das habe ich ewig schon, ich bringe es nicht ganz weg, rein vom Bewegungsapparat her. Schau dir das Video gerne an. Wenn du Lust hast, komm auf die Einzelberatung. Ich mache so ein Körperreading direkt, wo ich dir dann analysieren kann, wie kannst du über deinen Körper Themen bei dir wunderbar verändern. Beziehungsweise auch natürlich Verbindungen. Was hat das überhaupt mit dir zu tun, über deine Persönlichkeit und den Körper gemeinsam so einiges ins Positive zu verändern? Du findest den Link unterhalb von diesem Video. Ich freue mich, von dir zu hören, auch hier bei den Kommentaren. Schreib mir bitte gerne, wie es dir geht mit diesem Thema der Ellbogen. Und was du vielleicht über diese ganze Thematik, was macht der Körper mit mir in Verbindung sozusagen, was möchtest du darüber mehr hören? Schreib mir es gerne bei den Kommentaren. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Und damit wünsche ich dir diesmal ganz viel Genuss mit deinen freien Ellbogengelenken.